Palim, palim, meine lieben Pigmentsüchtigen, wir beginnen mit Lockdown von Nemesis und starten mit einer grauen Grundierung. Tja, wie gewohnt, die Painting-Videos werden wieder so erscheinen, das heißt, wir werden in kleinen Schritten die Miniatur zusammen anmalen. Ihr seht dazwischen immer wieder die fertige Miniatur und am Schluss gibt es natürlich wieder ein paar Bilder vom gefinischten Projekt. Warum habe ich mich gegen eine weiße Grundierung entschieden? Ganz einfach, das Weiß ist mir ausgegangen. Ja, somit habe ich das flächendeckend mit Grau grundiert. Wir malen mit Vorbehalt, glaube ich, Kriecher. Das sind drei Stück aus dem Brettspiel Nemesis Lockdown von Awaken Realms und wir sehen uns zum nächsten Schritt. So, wir haben fleißig grundiert mit Grau. Im nächsten Schritt kommt Sand Golem zum Einsatz. Wir werden wieder natürlich an Speed Adjust wählen. Sand Golem wird 1:1 pur in der Airbrush geladen. Und der Fokus hier ist quasi einmal eine ganzheitliche Grundierung der Miniatur. Mit dem wesentlichen Punkt, dass wir quasi einmal ein bisschen Trocknungszeit dazwischen lassen. Und bei den körpernahen Teilen, das heißt beim Hauptstamm oder dort, wo die Gelenke beginnen oder im Bereich des Gesichtes, gebe ich eine zweite und eine dritte Schicht noch von Sand Golem drauf, damit die Farbe einfach intensiver wirkt. Das heißt, mit derselben Farbe erzielen wir quasi schon einen dunkleren Aspekt bei körpernahen Stellen und ein bisschen einen helleren Aspekt in körperfernen Stellen.
So, die Grundfarbe steht. Im nächsten Step kümmern wir uns um die Schatten und dann nehmen wir Highlord Blue von den Speed Paints und bearbeiten die Miniatur von unten. Schwerpunkt werden wir hier auf die Flügel legen, das heißt bei den Flügeln wirklich auf die Sprührichtung, wenn man mit der Airbrush arbeitet, natürlich achten. Und einige tiefe Punkte kann man mit einem Blau natürlich ebenfalls akzentuieren. Kann man natürlich entscheiden, wie man will und je nachdem, wie der Paintflow quasi für einen selber läuft. Wo ich das gemacht habe, ist letztendlich bei den Flügeln auf der Unterseite, direkt von ganz unten und ein wenig schräg gehalten, damit ich quasi nachher einen besseren Farbverlauf erhalte. Vorne beim Ansatz der Flügel bin ich ebenfalls mit Blau drüber gegangen. So, im nächsten Schritt versuchen wir quasi einen Farbübergang zu schaffen mit Malignant Green von den Speed Paints. Und zwar machen wir den Farbübergang überall dort, wo Sand Golem, also quasi das Bräunliche, und das Blau quasi vonstatten gefunden hat. Das heißt, letztendlich die Flügel schauen wir, dass alle weißen oder quasi in dem Fall grauen grundierten Bereiche quasi mit einem Grün abgedeckt sind. Und dort, wo ihr einen Farbverlauf haben wollt, zwischen Blau und Grün, oder zwischen Blau und Braun sprüht das Grün einfach hinein.
Ganze, damit uns in der Trocknungszeit nicht langweilig wird, stürzen wir sie gleich als nächstes auf die Base. Die Base halten wir ebenfalls sehr, 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 sehr einfach. Und zwar beginnen wir mit Gravelord Grey und sprühen einfach mal großflächig die Base mit der Rim quasi ein, dass einmal eine Grundfarbe drin ist. Die Mitte könnt ihr ruhig ein bisschen freilassen, weil da kommen wir nachher nur mit ein bisschen einem Glowy-Effekt hinein. Ja, ihr habt ja die Mitte quasi freigelassen und dann starten wir schon quasi mit dem nächsten Schritt durch. Plasmatic Bolt, und den setzen wir quasi auf jeder Base direkt unter die Miniatur, also ein bisschen glowy hinein. Also quasi blind einfach, also nicht blind, aber nach Gefühl einfach hineinspringen, dass ein bisschen ein grüner Touch drin ist und dann passt es schon. So, im nächsten Schritt nehmen wir einfach ein simples Schwarz, in dem Fall habe ich einfach irgendein Schwarz genommen, was quasi für die Airbrush da war. Das kannst du natürlich auch mit dem Pinsel machen. Was mache ich mit der? Letztendlich einfach nur die Rim. Das heißt, außen die Rim mit Schwarz besprühen, damit wir quasi einen schönen Übergang haben. Jedoch, was weiters nur als Schritt dazu kommt, tiefste Stellen an der Miniatur, wie zum Beispiel beim Kopf, beim Genick, dort wo Gelenke beginnen, an zwei, drei kleinen Punkten setze ich schwarze Akzente, damit halt die Vertiefungen nur wesentlich mehr betont werden. So, jetzt kommen wir dann schon bald zu den letzten Schritten. Wir mischen sie eine Shade fast schon Glaze an. Also weniger ist mehr in dem Fall. Ja, in dem Fall ist es eine Carabock Crimson, also quasi irgendwas Lilanes oder quasi irgendwas Pinkes. Ich habe das mit einem Medium und mit einem Wasser verdünnt. Die Konsistenz ist halt wirklich fast gläsig und ich pinsle mal die ganze Miniatur. Ja. Wichtig dabei, kein Pooling, also irgendwelche Swimming Pools einfach mit dem Pinsel wieder rausziehen. Und je nachdem, wie intensiv das es quasi nach, ich betone nach der Trocknungszeit ausschaut, kannst du natürlich ein zweites Mal oder ein drittes Mal drüber gehen. Bei mir genau nur einmal.
So, und zwar kommen wir jetzt da zum letzten Schritt. Wir nehmen ein Grau, also diesmal kein Weiß, sondern ich habe mich für Grau entschieden und werden drybrushen, also trockenbürsten. Nehmt euch quasi einen betonenden trockenen Pinsel. Trockenbürsten oder Drybrushen ist mittlerweile, glaube ich, schon klar. Auf wo habe ich den Fokus hingelegt? Quasi nur auf die Schultern, den Frontbereich bei den geflügelten Kollegen, beziehungsweise bei den Flügeln auf diesen Krallen oder was auch immer das ist, quasi auf der Oberseite. Ja. Da habe ich mich sehr, sehr dezent zurückgehalten. Habe wirklich geschaut, dass ich nur quasi ganz dezente Oberkanten erwische und dezentländlich letztendlich. Tja, das war letztendlich das Speed Adjust zum Nemesis Lockdown zur ersten Miniatur. Was war meine gesamte Painting-Zeit, also mit Trocknung, das ist alles ein bisschen nebenher gereint, also nebenher gelaufen, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich tippe mal für diese drei Miniaturen 35, 40 Minuten. Ja, wirklich nur Speed Adjust. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Unterstützt uns, lasst uns doch ein Abo und ein Like da. Und ja, wir sehen Sie quasi demnächst wieder zum nächsten Nemesis Lockdown Wahnsinn. Und tja, simpel gesagt, Palim Palim, euer Barry White. Bis zum nächsten Mal.